Hey Yasin, hast du vielleicht häufig Nackenschmerzen? Wenn du beim Autofahren den Schulterblick machst, zwickt der Nacken und schränkt dich dabei tierisch ein? Oder hast du häufig immer die gleiche Region, die im Nacken wehtut? Zwickt der Kopf regelmäßig im Alltag? Kannst du den Kopf überhaupt richtig drehen? Das sind wichtige Dinge, die viele Leute im Alltag wirklich regelmäßig einschränken. Und es ist sehr, sehr spannend, wenn man sich anschaut, wo diese Probleme eigentlich herkommen. Für uns Physiotherapeuten ist das Gebiet des Nackens und die Probleme rund um den Kopf, von Kopfschmerzen bis eben den klassischen Nackenbeschwerden, auch tägliches Brot, alltägliche Arbeit. Es kann doch eben auch sehr viele Ursachen haben und manchmal kommt man in der Physiotherapie dann doch auch häufig so an klassische Grenzen, wo man sagt, ich weiß nicht, warum der Kopfschmerz immer wieder kommt, warum diese Bewegungseinschränkung nicht weggeht oder eben entsprechend immer wieder dieses Segment zumacht. Gerade hier in diesen Fällen, wo ich vielleicht mit klassischen Therapiemaßnahmen nicht weiterkomme, sollte ich den Blick vielleicht ein kleines bisschen öffnen und darüber nachdenken, was entsprechend auch aus der Neuroathletik, aus der Neuroanatomie mir entsprechend bei der Arbeit helfen kann. Das werden wir jetzt in dem Moment auch behandeln. Das heißt, für uns in der Therapie sind Kopfgelenke, sind natürlich eben auch andere Strukturen, die für uns bekannt sind, wie Kiefergelenk, durchaus auch tägliche Arbeit. Aber es gibt eben auch wunderbare Ergänzungen, die ich Tag für Tag mit einbauen kann. Wenn wir uns die Ursachen für Nackenprobleme angucken, dann kann das natürlich eine propriozeptive Ursache haben, sprich etwas Muskuloskeletales, wie Bär das gerade erwähnt hat. Das kann aber mit dem Gleichgewichtsorgan zu tun haben, weil wir einen Trakt haben, der vom Gleichgewichtsorgan versorgt wird, der sofort die Nackenmuskulatur in Bewegung innerviert. Und wir haben einen Trakt, der letztendlich Informationen der Augen bekommt, die ebenfalls den Nacken in Bewegung stabilisiert und reguliert. Das heißt, wir haben auch hier über das Gleichgewichtsorgan als auch über das visuelle System eine direkte Einflussmöglichkeit auf die Nackenarbeit an sich, die häufig in der Therapie leider nicht wirklich eingesetzt wird, aber teilweise als Ergänzung oder auch als Ursachenbehebung unglaublich relevant sein kann. Andere Dinge, die Ursachen für Nackenprobleme sein können, sind die Zunge als auch der Kiefer, die wir hier im Rahmen des Videos nicht weiter ausführen werden, weil es den Rahmen sprengt, aber aus Gründen der Vollständigkeit wollen wir das an der Stelle doch mit erwähnen. So, zu dem Bereich der Thematik Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, also alles, was mit Einschränkungen, Bewegungseinschränkungen entsprechender Schmerzen in diesem Bereich zu tun hat, ist natürlich eben auch eine ganze Testbatterie entsprechend möglich und auch oft notwendig. Das heißt auch oft Sicherheitstests, auf die natürlich hiermit hingewiesen sein soll. Aber um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, mit was habe ich es vielleicht zu tun und entsprechend auch der vorangegangenen Videos, kann man natürlich eben das Ganze auch zusammensetzen, dadurch, dass ich Informationen sammle. Jetzt kann ich Sie in dieser Position da auffordern, den Kopf einmal langsam nach links zu drehen, soweit wie sie das eben entsprechend kann und das Ganze entsprechend genauso auf die rechte Seite zu machen, in die rechte Drehung zu gehen und dann sehe ich hier in dem Beispiel auch schon Unterschied von links zu rechts. Um jetzt vermehrt auch auf das, was wir gleich eingehen, für den Bereich einer sogenannten OAA-Kompression, also oben im Kopf in der Halswirbelsäule einer Kompression zu haben, können wir über die Beugung die restliche Halswirbelsäule entsprechend verriegeln und jetzt leite ich sie nochmal an, langsam nach links zu drehen, in die Bewegung hinein und entsprechend dann nochmal nach rechts zu drehen, in die Bewegung hinein. Und dann sehe ich entsprechend, ob da der Unterschied auch besteht, kann also eine kleine Lagebestimmung machen, wo die Einschränkung entsprechend vorhanden ist, über die Testung Kopfrotation zu beiden Seiten, Bewegungsausmaß und eventuellen Schmerz, der auftaucht, nehme ich dann als Test mit auf. So, wenn wir über den Bereich des Nackenschmerzes reden, dann haben wir natürlich sehr häufig damit zu tun, dass in diesem sogenannten OAA-Bereich, das heißt die Verbindung vom Hinterhaupt, vom Kopf zu entsprechend ersten und zweiten Halswirbel, so eine Kompression entstehen kann. Eine solche OAA-Kompression kann natürlich dadurch entstehen, dass, wie vorhin auch schon erwähnt, der Nervus accessorius sowohl eben diesen Trapezmuskel hier hinten als auch den Sternocleidomastoideus versorgt und dann entsprechend eben dauerhaft verspannen kann. Dafür, um dem quasi entsprechend Abhilfe zu schaffen, können wir mit unseren Fingerkuppen ganz leicht uns unter den knöchernen Rand des Occiputs entsprechend einsortieren, gehen also gerade im Bereich dieser suboccipitalen Muskulatur, dort wo wir einen weichen Widerstand spüren und können jetzt ja hierüber über unsere Ellenbogen arbeiten, das heißt über die Unterarme. Ja? Die Finger liegen an, der Kopf ist ganz entspannt und aus der Position halte ich einen leichten Druck, das heißt ich gebe einen leichten Zug am Occiput und jetzt kann ich über das Zusammenführen meiner Ellenbogen entsprechend sozusagen eine kleine Lateralbewegung nach außen meiner Finger einleiten. Darüber kann ich das sogenannte Trapezzelt oben, was dann eben entsprechend gemeinsam mit dem Sternocleidomastoideus dort für eine richtige Kompression sorgen kann, entspannen und
Das kann ich entsprechend halten, ein bisschen mehr Zug oder ein wenig mehr Druck entsprechend auch reingeben. Das hängt davon ab, wie ich entsprechend am entspanntesten in dem Bereich arbeiten kann, sodass auch die Person hier entsprechend locker lassen kann und entspanne das Gebiet unmittelbar zwischen Occiput und den ersten beiden Halswirbeln. Neben den primär propriozeptiven Techniken, die Brenger gerade gezeigt hat, nehmen wir jetzt noch diverse andere Techniken mit ins Bild, die im Rahmen von Nackenbeschwerden relevant sein können. Wir fangen an mit einer Nervenmobilisation für den Accessorius-Nerv, ja, und der den oberen Trapezius als auch den Sternocleido mit innerviert. Dafür drehe ich bitte einmal 45 Grad. Der Kopf kommt in eine Lateralflexion. Dann gehst du eine maximale Protraktion nach vorne, also ganz weit nach vorne, dann ganz in die Beugung und dann machst du kleine Nickbewegungen. Das merkt sie mit einem Zug hier relativ stark. Der Accessorius ist ein rein motorischer Nerv, das heißt, wir haben eigentlich keine Hautinnervation, aber aufgrund der muskulären Dehnung an der Stelle spürt man das trotzdem. Ja, das mache ich für ein paar Bewegungen, schau danach, alles klar, ist mein Nacken freier, tut er weniger weh, und falls ja, ist das eine Übung, die ich gut einbauen kann. Sehr einfach, ja, die überall im Büro, im Alltag, im Training gut zu integrieren ist, wenn mich das wirklich plagt. Nummer zwei, ja, Nackenschmerzen können vom Trigeminus kommen. Ja, und dafür gibt es auch eine Nervenmobilisation. Dafür bitte eine leichte Flexion der oberen HWS, ja, dann eine Lateralflexion zur Seite, eine gesamte Flexion des Nackens und dann bitte Kiefer zu mir rüberschieben und den Kiefer lateral hin und her verschieben. Das zieht hier sehr, sehr gut im Kiefergelenk. Ja, ein paar Mal machen, merkst du es? Okay. Sollte auf einer 10er-Skala nicht mehr als ein 3 bis 4 sein, also soll nicht schmerzen. Okay, lösen. Und auch hiernach kann ich im Zweifel schauen, alles klar, ist der Nacken freier, weniger schmerzhaft und so weiter. Das wären zwei Sachen, die sich eher auf der propriozeptiven Ebene abspielen, ja, also hier direkt eine Veränderung erzeugen können. Das wäre Stand 1, den wir gehen würden. Ein wichtiges Verbindungsglied im Bereich des Kopfschmerzes, des Nackenschmerzes ist entsprechend auch das Ohr selbst und die Verbindungen daraus resultieren zu Kiefer und entsprechend auch zu Kopfknochen. Das muss man der Vollständigkeit halber hier einfach sagen, dass wenn wir über den Nervus accessorius, Nervus vagus vorhin auch in der Thematik gesprochen haben, sowie auch noch ein anderer Hirnnerv, der Glossopharyngeus, hier durch das Foramen jugulare entsprechend absteigen und ich hier entsprechend eben auch eine Stimulation setzen kann. Das ist für alle, die da weiterführend entsprechend gehen wollen, zwischen dem Os occipitale und dem Os temporale, hier entsprechend diese Sutur, Occipiti mastoidea nennt die sich, wo ich entsprechend Einfluss drauf nehmen kann in diesem Bereich. Für uns jetzt in dem Beispiel, nur aus diesem sehr komplexen Konstrukt der Kopfknochen sowie auch des Ohres und des Kiefers und der Halswirbelsäule oben, der oberen Halswirbelsäule, gehen wir entsprechend jetzt in einen sogenannten Earpull hinein, um entsprechend direkten Kontext zum Gleichgewichtsorgan oder auch zum Kleinhirn zu setzen, weil es unmittelbar dahinter sitzt. Das bedeutet, wir legen unsere Daumen beidseitig entsprechend hier tatsächlich in die Ohren rein. Und jetzt ist nur wichtig, darauf zu achten, dass wir nicht seitlich rausziehen, sondern unsere Ellenbogen wie in einer Art V entsprechend ausgerichtet sind, damit wir entlang des sogenannten Porus Acousticus Internus auch hier entsprechend dieses Gehörganges den Zug ansetzen können. Wenn ich jetzt ordentlich Kontakt auch zu den Ohren aufziehe, das heißt, ich ziehe ihr nicht die Ohren lang, sondern ich ziehe tatsächlich an dem gesamten Konstrukt hier, dann werde ich vielleicht sogar Seitenunterschiede spüren. Und wie auch bei ihr, wir ja auf der rechten thorakalen Seite schon Spannung gespürt haben, so stellen wir auch hier fest, dass die rechte Seite hier auf Zug entsprechend nicht so nachgiebig ist wie die linke. Die Therapie würde dann entsprechend genauso aussehen. Das bedeutet, ich gehe auf Zug, bis ich den Widerstand merke und halte diesen Widerstand, bis ich irgendwann merke, dass er entsprechend nachlässt und ich das Ohr weiter mobilisieren kann. Nach den Nervenmobilisationen aktivieren wir jetzt das Gleichgewichtsorgan, das, wie erwähnt, eine direkte Verbindung zur Nackenmuskulatur hat. Ja, dafür machen wir einen VORC, nennt man das Ganze. Letztendlich ist der Stift in Verlängerung der Hand vor der Nase. Ja, und da wir bei ihr primär am rechten Nacken arbeiten wollen, weil er ein bisschen eingeschränkt ist, rotiert sie jetzt wirklich schnell nach außen. Das Ziel muss scharf bleiben und kommt mit geschlossenen Augen zurück. Und wir machen das primär aus dem Nacken und dem Arm. Also nicht den ganzen Körper drehen, sondern Kopf und Arm. Genau, Augen auf dem Rückweg schließen. Und stell dir vor, zwischen Stift und deiner Nase ist eine Spaghetti, die darf nicht durchreißen und nicht durchhängen. Das heißt, deine Nase muss immer auf den Buchstaben zeigen.
Ich als Trainer, Therapeut schaue in die Augen, dass sie nicht rot werden, nicht tränen, nicht aus dem Kopf raus poppen. Ja, es darf für sie kein Stress sein. Ja, und reicht. An der Stelle ist ganz, ganz wichtig, dass das schmerzfrei durchgeführt werden kann, dass das Ziel immer scharf bleibt und natürlich, dass ich hinterher wieder schaue, alles klar, hat dir das Ganze gerade geholfen. Für den Fall, dass sie diese Bewegung nicht gut kann, ja, kann man das anderweitig machen, und zwar indem ich mich einfach um die eigene Achse drehe. Das heißt, nicht mein Arm und Kopf drehen sich, sondern ich drehe mich komplett in sich. Für den Fall, dass ich das schmerzfrei, wie gesagt, nicht hinbekomme, damit kriege ich diesen Kanal ebenfalls angeschmissen, was sich, wie gesagt, sehr gut auf die Regulation und Schmerzintensität im Nacken auswirken kann. Im Bereich und zur Thematik des Nacken- und auch Kopfschmerzes spielt natürlich auch der Bereich des Trapezmuskels, wie besprochen durch die Innervation von dem Hirnnerv, sowie auch die suboccipitale Muskulatur eine wichtige Rolle, die da entsprechend Auswirkungen durch Verspannung haben kann. Ob wir letzten Endes dann Weichteiltechniken, myofasziale Techniken dadurch durchführen, dass wir einfach unsere Hand nutzen oder auch entsprechende Hilfsmittel, ist auch letzten Endes Gusto und dem Therapeuten überlassen. Bietet sich dafür an, den Kopf entsprechend so ein bisschen mit zu schienen. Das heißt, ich nehme meinen Unterarm so ein bisschen an den Kopf heran, sodass eben entsprechend die Patientin auch hier locker lassen kann. Jetzt kann ich beispielsweise wie hier mit einem Hilfsmittel des Phasers entsprechend hier den Trapez entsprechend bearbeiten. Um mir den genauen Muskelrand vielleicht auch noch rauszusuchen, kann ich das palpieren und Sie hier auffordern, diese Schulter jetzt mal nach oben zu ziehen kräftig und wieder locker zu lassen. Dementsprechend merke ich hier in dem Bereich den Anteil des Trapezes, an dem ich dann jetzt vielleicht fokussiert arbeiten möchte. Das Ganze kann ich hier ansetzen und entsprechend wie eine Bugwelle mit nach oben schieben, sodass ich hier einen faszialen und auch natürlich eben entsprechend im Kontext myofaszialen Release setze, den ich dann entsprechend ja, in der verspannten Region durchführe. Gleichzeitig kann ich auch bei Bedarf mit dem Haken entsprechend hier im oberen Bereich des Kopfes ansetzen und über die direkte Einhaketechnik an den Wirbelkörpern seitlich hineinarbeiten, um diesen Bereich zu mobilisieren. Um auch das visuelle System im Rahmen von Nackenproblemen oder Schmerzen sinnvoll mit einzubeziehen, werden wir jetzt eine visuelle Übung vorstellen, die sofort ein Kerngebiet im Mittelhirn aktiviert, das sich sofort auf die Nackenaktivität und Muskulatur auswirken kann. Ist eine Sache, die im Training als auch der Therapie relativ selten vorkommt, die aber im Rahmen einer vollständigen Werkzeugkiste durchaus ein vorhandenes Werkzeug sein sollte. Dafür, ja, sie hat rechts Nackenprobleme, das haben wir bis hierhin rausgearbeitet, nimmst du bitte den Stift in die rechte Hand und vollführst eine diagonale Augenbewegung von rechts oben nach links unten, leg bitte den linken Finger ans Kinn, einfach damit der Kopf ruhig bleibt, was oft eine sehr hilfreiche Ergänzung ist. Noch schön von oben nach unten gehen. Ich als Trainer und Therapeut schaue dabei in die Augen und gucke mir an, hat sie dabei Stress? Ja, die Augen sollten nicht rot werden, nicht tränen, nicht aus dem Kopf rauspoppen. Ja, und das ist eine Sache, die sie durchaus anstrengt, das sieht man. Ja, danke, reicht. Und an der Stelle muss ich natürlich danach schauen, alles klar, ist mein Nacken freier, weniger schmerzhaft und so weiter. Ja, das kann eine sehr hilfreiche, unfassbar wertvolle Intervention sein. An der Stelle ein wichtiger Hinweis. Viele Leute vertragen visuelles Training in hohem Volumen nicht so gut. Das bedeutet, hierbei werden die wenigsten Menschen wahrscheinlich 30 Wiederholungen hintereinander machen und einen Mehrwert haben. Das kann ein Werkzeug sein im Rahmen von verschiedenen Übungen, die bei Nackenthemen direkt helfen können. Allerdings müssen wir, wie gesagt, an der Stelle ganz genau gucken, alles klar, wie gut verträgt die Person das, weil wenn wir hier zu viel machen, kann es auch sein, dass ich eher Stress hervorrufe als wirklich einen Mehrwert. Deswegen ist eine intelligente Kombination der Übungen, die wir hier gezeigt haben, aber natürlich auch anderer Übungen, die ihr in Bezug darauf kennt, sinnvoll, um Nackenprobleme nachhaltig sinnvoll beheben zu können. Im Beispiel der Problematik rund um den Nacken haben wir euch jetzt eigentlich ein perfektes Match geliefert zwischen Physiotherapie und eben der Neuroathletik. Auf der einen Seite haben wir darüber gesprochen, dass eben entsprechend so eine OAA-Kompression entstehen kann und es durchaus Sinn macht, dort unter Umständen eben entsprechend mit einer Mobilisation des Accessorius zu arbeiten. Auf der anderen Seite haben wir gezeigt, dass vielleicht Unterschiede in Bezug zu Kiefergelenk oder dem Earpull sein können, warum es Sinn macht, eben entsprechend mit dem Gleichgewichtsorgan zu arbeiten, oder in letzter Instanz eben auch gezeigt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, eben myofaszial entsprechend an der suboccipitalen oder auch an dem Trapezmuskel zu arbeiten und daraus resultierend eben auch in ein visuelles Training zu gehen, sodass man unmittelbar den rein entsprechenden Effekt aus der Hands-on-Technik eben dann damit ergänzt und entsprechend dem Patienten auch mitgeben kann. Genau, wichtiger abschließender Punkt. Nicht alle Techniken, die wir gezeigt haben und die in der Therapie vorkommen, können alleine durchgeführt werden.
Deswegen sehr praktisch, wenn ich ergänzend Übungen habe, die ich den Leuten mit nach Hause geben kann, damit diese Dinge auch sinnvoll nachgearbeitet werden können, damit Sachen oder Probleme an der Stelle wirklich schnell und nachhaltig beseitigt werden. Weitere Anwendungsbeispiele für Physio-Meets-Neuro findet ihr in den folgenden Videos. An der Stelle viel Erfolg beim Training und der Therapie.